Abend. Sie wissen sicherlich einiges schon, sonst wären Sie vermutlich nicht hier. Das ist ja immer ein bisschen das Dilemma. Sodass ich schauen muss, dass ich Ihnen nicht zu viel erzähle, was Sie eh schon wissen. Gleichzeitig ist es aber als Einführung und Einleitung gedacht. Ich gehe noch eins runter. So, also klar, von beiden, ihm und seiner Frau, alte Rabbinerfamilie, die Eltern sind zum Protestantismus dann übergetreten. Zuerst der Vater aus beruflichen Gründen, nachdem dann die Großmutter gestorben ist, auch für seine Mutter. Er war ausgewiesener Kenner der alten Griechen, Vorsokratiker, Epikur und ähnliches, was in seinen Werken auch dazu führt, dass er das Wissen immer zwischendurch aufblitzen lässt, was für diejenigen, die sich damit nicht beschäftigt haben, manchmal etwas anstrengend ist. Klar war er sehr an diesem Gesamtkonzept von Hegel interessiert. Der Gesamtzusammenhang ist für ihn ein ganz wichtiger Begriff, dass man nicht einzelne Dinge isoliert. Und das hat er natürlich in Hegels Philosophie der Geschichte, Geschichte der Philosophie und Phänomenologie des Geistes sich genau angeschaut, dass man einen Gesamtblick auf etwas werfen muss. Und es kommt zu dem berühmten Satz, dass bei der Einsicht in den Gesamtzusammenhang erst alles durchsichtig klar wird und die Dinge eben auf den Kern, auf den Punkt kommen. Er hat am Anfang als Journalist gearbeitet in der Rheinischen Zeitung in Paris und das erste große Werk, was wir heute behandeln, ist ein Sammelband mit vielen anderen, unter anderem Heinrich Heine mit einer bitterbösen Satire, wo Titanic sich einiges abschneiden kann. Von Heinrich Heine auf den damaligen König, was zum Verbot geführt hat und zur Ausweisung und zu vielen Repressionen. Er hat dort die Einleitung genau zur Kritik der griechischen Rechtsphilosophie, da ist es geblieben, bei der Einleitung geschrieben. In derselben Zeitspanne die ökonomisch-philosophischen Manuskripten, da hat er noch hegelianisch diesen Begriff der Entfremdung, über den er sich in der deutschen Ideologie etwas lustig macht, nach allen Regeln der Kunst ausgebreitet. Es erschien dann die Heilige Familie, eine Abrechnung mit Bruno Bauer. Das hat eine Geschichte, die mit den deutsch-französischen Jahrbüchern auch zusammenhängt. Dort hatte eine Polemik zur Judenfrage Bruno Bauers, das war ein Titel von Bruno Bauer und inzwischen ist es der Titel von Marx geworden, veröffentlicht, worauf ich eine Nebenbemerkung später noch verwenden werde. Kritik an Proudhon, den großen französischen Anarchisten, das Elend der Philosophie, als Antwort auf dessen Buch Philosophie des Elends. Sie spürt schon diesen Spaß in der Umdrehung, der immer wieder bei ihm kommt. Und nachdem er in Brüssel dann auch Ärger hatte, ist er schließlich nach London gegangen und auch wenn er noch ein, zwei Mal in Deutschland versucht hat, deutsche Staatsbürgerschaft wiederzubekommen, war es nicht Marlene Dietrich, sondern Karl Marx, der schließlich gesagt hat, nie wieder Deutschland. Er ist dort geblieben, die Sozialdemokraten wollten ihn am Anfang noch zurückhaben, später vielleicht doch nicht. Aber er ist in London geblieben und hat sich nicht in die Parteiarbeit, sondern in die wissenschaftliche Arbeit bis zu seinem Tod gestürzt. 1848, Revolution in Frankreich, dann Revolution in Deutschland, wie in Österreich, erschien in London eben dieses Manifest der Kommunistischen Partei, mit dem heute die Vorlesung weitgehend endet. Und es erschienen journalistische Artikel, die zu Büchlein zusammengefasst wurden zu den Klassenkämpfen in Frankreich, aber auch die Revolution und Konterrevolution in Deutschland, von der Paulskirche bis 1951. Und zu dem Rückschritt in Frankreich der 18. Premier des Louis Bonaparte, was in den Debatten über Narzissmus und Faschismus eine Rolle spielt, weil er dort die degenerierten und verelendeten und demoralisierten Massen als Reserve der Herrschenden analysiert. Er stürzt sich auf das Studium der politischen Ökonomie und kümmert sich um Grundfragen, wie Geschichte eigentlich zu erklären ist, schreibt schließlich mit einem Rückblick auf sein ganzes Werk, diese berühmte Einleitung in die Kritik der politischen Ökonomie, die ich Politio, schreibe ich noch falsch, lustig. Also nicht idiotische, sondern polyotische, also politische Ökonomie. Um sich dann ganz dem Kapital zu widmen, das entstand 8 Jahre später und erst nach seinem Tod erschien von Engelsband 2 und nach Tod von Engelsband 3. Und als Sammelband seine ganzen Manuskripte, Theorien über die Mehrwert, wo er alle Ökonomen seiner
Vorgeschichte sich anschaut, exerpiert und kritisiert. Politisch war die Gründung der Ersten Internationale 16 Jahre nach der Revolution 1848 der Versuch, auf einer sehr demokratischen und breiten Ebene vor allen Dingen zu erreichen, dass der Nationalismus richtig breit macht, dass in der sozialistischen Bewegung die Idee des internationalen Zusammenschlusses Fuß fasst. Dann veröffentlichte er, da gehe ich kurz heute noch auf ein, beschrieb er das Kritik des Kurdach Programms, wo die zwei großen Strömungen der deutschen Bewegung, sozialistischen Bewegung, Brasilianer und Erfurter, sich zusammengeschlossen haben, und er fand das Programm halt sehr schlecht, daraus werde ich ein bisschen was zitieren. Und eben die große, wichtige Schrift, der einsteht auch in der sozialistischen Bewegung in Deutschland, der Bürgerkrieg in Frankreich, kurz danach wurde die Sozialdemokratie hier die Sozialistengesetze erlassen, verboten, also die Sozialisten wurden verboten, die Sozialistengesetze erlassen, und bis 1890, 78, 1878 bis 1890 war die SPD als Partei verboten, es durften aber noch Abgeordnete gewählt werden. Eine ganz interessante, schwierige Phase, auf die ich aber jetzt nicht weiter eingehe, die aber auch dazu geführt hat, dass man natürlich sehr zurückgesteckt hat, um nicht verboten und verfolgt zu werden. Zwei Maxime wollte ich Ihnen noch kurz vorstellen, für seine Tochter Jenny. Nichts Menschliches ist mir fremd und an allem ist zu zweifeln, steht in diesem Fragebogen, den pubertierende Kinder ihren Eltern so vorgelegt haben. Und wenn Sie Dinge suchen, habe ich Ihnen nochmal den Zugriff von der Friedrich-Ebert-Stiftung auf alle Marx-Engels-Werke hier reingeschnitten. Dort sind weitere Vernetzungen möglich, dass Sie alle Werke nachgucken. Ich selber zitiere die ganze Zeit nach den Marx-Engels-Werken. Auch wenn es unterschiedliche Jahre in den Aufgaben sind, sind sie unverändert, sodass die Seitenzahlen alle stimmen. Auf diesen deutsch-französischen Jahrbüchern ist vorweg, er war noch kritisch den damaligen französischen Kommunisten eingestellt, wie auch Heinrich Heine, die waren ihm zu asketisch, hat er diesen Satz formuliert: Ich komme heute doch dazu, Marx zusammenzufassen, ist so eine Sache. Da rettet man sich dann doch manchmal in das Originalzitat. Alles feststeht für ihn, dass es nicht um die Konstruktion der Zukunft in Details geht, das ist nicht seine Sache. Sie kennen vielleicht den Satz von Erich Kästner, der gefragt wurde: Herr Kästner, wo bleibt eigentlich das Positive? Und Kästner antwortet: Ja, wo bleibt es denn? Das heißt, die rücksichtslose Kritik des Bestehenden ist seine Hauptsache. Das ist der entscheidende Punkt, und zwar rücksichtslos sowohl, was die Resultate angeht, die einen vielleicht überraschen, erschrecken, und man möchte die gar nicht hören, als selbstverständlich auch die Rücksichtslosigkeit gegenüber den vorhandenen, damals monarchischen Kräften. Darauf soll keine Rücksicht genommen werden. Die erste Schrift, die einen umfassenden, fast programmatischen Charakter hat, war die Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, genauer die Einleitung. Und hier geht es um vier große Punkte, die ich Ihnen heute vorstelle. Die Kritik der Religion. Und die Grenzen der bloßen Kritik, dass man halt auch zur Praxis kommen muss. Es kümmert darauf an, die Welt zu verändern und nicht das interpretieren. Was oft übersehen wird, bei allen philosophischen Exkursen zu Marx, ist, dass es hier eine sehr klare Einschätzung zu Deutschland gab. Er macht den Gegensatz klar zwischen Privateigentum und Bourgeoisie im Proletariat aus, das hat er vorher noch nicht getan, und philosophiert über das Verhältnis von Proletariat und Philosophie. Das sind die vier Themen, die ich rausgreife aus dieser Einleitung der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Wenn man Marx und Religion irgendwo in Wetten, das oder bei einer Millionen-Euro-Frage eingibt, dann könnte doch jeder irgendwie den Satz sich erinnern, dass es Opium des Volkes ist. Dahinter steckt aber bei Marx natürlich viel mehr. Für ihn ist die Kritik der Religion eine vielschichtige Sache.
Für ihn ist es erst einmal nicht Wissenschaft. Ablehnung der Rationalität. Und deswegen ist die Voraussetzung jeder wissenschaftlichen Kritik, dass man religiöse Irrationalität ablehnt. Das ist die erste Ebene, die noch nichts direkt mit Politik zu tun hat, sondern mit Philosophie und Wissenschaftstheorie. Seine Grundthese ist natürlich, dass der Mensch sich die Religion macht aus Angst und weil er Dinge nicht wissenschaftlich erklären kann. Der Donnergott, wenn man nicht weiß, woher der Donner kommt, die Angst vor dem Tod. Die Religion macht nicht den Menschen, der Mensch macht die Religion. Es ist ganz interessant, dass im Johannesevangelium die Sache beginnt, nicht mit Gott, sondern mit Logos. Daraus macht der profane Luther, am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. In Wirklichkeit heißt es aber in Anlehnung an vorsokratische alte Griechen, am Anfang war Logos. Sei es als Idee, sei es als die Logik, wie die Welt sich vom Einfachen ins Komplizierte hin entwickelt. Jedenfalls steht fest, für ihn ist das Religiöse etwas Elendiges. Es kommt aus dem Elend und ist Ausdruck des Elends. Und in Wirklichkeit auch ein Protest gegen das Elend. Das ist wichtig, weil alle revolutionären Bewegungen vor dem 19. Jahrhundert ein religiöses Gewand hatten. Die Aufstände der Sklaven im Urchristentum. In den Bauernkriegen spielte der Protestantismus eine Rolle. Und so geht er davon aus, dass im Religiösen auch ein Element des Protestes gegen das Elend existiert. Und der ganze Satz mit dem Opium, den ich jetzt vorlese, hat eben vier Abteilungen. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Das Gemüt einer herzlosen Welt und ist der Geist geistloser Zustände. Und dann fasst er zusammen, sie ist das Beruhigungsmittel, das Rauschmittel, das Opium des Volkes. Also erst einmal vom Volk selber gemacht, nicht von der Herrschenden als Mittel eingesetzt. Das ist der Doppelcharakter. Seine Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Mensch sei. Hier greift er auf Protagoras zurück. Der Mensch ist das Maß aller Dinge und nicht irgendetwas anderes. Und er greift wieder Kant auf mit seinem kategorischen Imperativ, den Sie alle noch vielleicht kennen. Das ist jetzt aber für ihn nicht der kategorische Imperativ, so zu handeln, Gesetze zu schaffen, die immer für alle gelten, sondern alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Hier spürt sie den tiefen Humanismus. Es ist noch nicht so klar, wie das alle Menschen umfassen kann oder ob es da Unterschiede von Klassen gibt. Aber in dem Verlauf der Schrift entwickelt er den Punkt. Aber bei der Kritik der Religion setzt er auf den Humanismus und die Wissenschaft. Ich darf nur mal kurz erläutern, Opium des Volkes ist was anderes als Opium für das Volk. Das Opium für das Volk ist dann, wenn die Religion eingesetzt wird, was ja heute der Fall ist, wenn man sich auf den Islam beruft, um für einen politisch faschistischen Staat zu sein, für den Iran, oder aufs Christentum, um für die CDU zu sein, oder CSU, oder so. Also wenn die Religion, die ja nun eigentlich mit Politik nichts zu tun haben soll, wäre interessant, was passiert, wenn es in Deutschland eine Islampartei gäbe, islamisch sozial und Punkt. Allein, dass das also möglich war, dass Politik und Religion so verknüpft wurde bei der 1949 Gründung der BRD, ist ein eigenes Thema. Was ich sagen will, ist, dass es eine Religion als Opium für das Volk gibt, um das Volk einzuholen. Das hat sich das Volk nicht selber gemacht, das war vielleicht ursprünglich so. Da gibt es eine Wende, wo die Religion bewusst benutzt wird. Ja, das war vielleicht, seit sie eine Staatsreligion geworden ist. Die ersten vier Jahrhunderte war es eine Religion, die sich gegen die Herrschenden gerichtet hat. Marx wiederholt nochmal, der Standpunkt der Theorie für ihn ist, dass der Mensch als höchstes Wesen anerkannt wird und erklärt wird. Und es nichts drüber gibt, nicht Gott und Kaiser und Tribun. Und jetzt wird er frech, weil ihm nerven seine jungen hegelianischen Kollegen, die ihm die Ohren abwappeln.
17 auswegslose Theorien miteinander verknüpfen und immer neu versuchen, im Theoriegewühl des Hegelschen Erbes sich zu positionieren und wieder neu zu positionieren. Er ist schon ein Mensch, der die Waffe der Kritik ganz hoch schätzt, aber er weiß in der Realität, 1848, die Revolution, die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Das ist also einer der umstrittensten Sätze, gehört zu den bösen Punkten bei Marx, die man ihm nicht verzeiht. Und er setzt dann fort über die Wechselwirkung zwischen Sein und Bewusstsein, Materie und Denken, dass die materielle Gewalt zwar durch die materielle Gewalt gestürzt werden muss, aber dass die Theorie da nicht außen vor bleibt. Man kommt nicht auf das Klettergerüst nach oben ohne Theorie. Irgendwann werden es die Leute merken, dass man die Theorie braucht. Ohne Theorie geht es nicht. Und die wird erst dann handfest zur materiellen Gewalt, wenn sie sich in der großen Mehrheit der Menschen niederschlägt. Und das geht nur, wenn man von den Menschen ausgeht, von der Realität ausgeht, dass es überhaupt ein Punkt, der mit Freud ein bisschen übereinstimmt, von der Wirklichkeit ausgehen. Allerdings anders als bei Freud nicht vom Individuum und der Familie, sondern von der ganzen gesellschaftlichen Wirklichkeit. Sie muss radikal werden, an die Wurzel gehen, nicht an der Oberfläche bleiben. Und die Wurzel ist eben der Mensch. So die These. Punkt 2. Was sagt er denn zu Deutschland? Das fasst später eben zu dem Begriff der deutschen Misere zusammen. Ein in der SED sehr heftig debattierter Begriff. Und jetzt ist der Marxische Stil schwer zusammenzufassen. Wir haben die erste Nation der Völker geteilt, ohne ihre Revolution zu teilen. Das heißt, wenn die was abgekriegt haben, batscht, hat sich Deutschland auch noch schnell mitgebatscht. Aus zwei Gründen, die anderen Völker haben die Revolution gewagt. Dann waren die schon mal die Reaktion soweit, den Deutschen eins drüber zu geben. Und wenn in Frankreich die Konterrevolution vormarschierte, dann ist in Deutschland erst recht die Konterrevolution vormarschiert. Also in beiden Fällen, jetzt in anderen Ländern, das bezieht sich vor allen Dingen auf Frankreich. Revolutionen gab, waren die deutschen herrschenden Adligen und Fürsten gewarnt und haben zugepresst, antidemokratisch. Und wenn in diesen Ländern die Revolution niedergeschlagen wurde, dann erst recht Druck auf die Demokraten, die man Demagogen genannt hat. Die Furcht vor der Revolution hat sich in anderen Ländern schon gezeigt und überträgt sich selbstverständlich auf die Furcht der oberen 10.000 in anderen Ländern. So diese Analyse. Und jetzt ist ein ganz interessanter Punkt. Was ist denn unter der Kritik und dennoch Gegenstand der Kritik? Die deutschen Zustände sind unter dem Niveau der Geschichte, unter dem Niveau der französischen Revolution. Längst müsste eigentlich wirklich demokratische Zustände herrschen, nichts 50, 70 Jahre zurück, Deutschland. Insofern sind sie unter aller Kritik. Die praktisch revolutionäre Bewegung in Frankreich ist schon viel weiter. Aber sie bleibt ein Gegenstand der Kritik und sie spüren hier die harte Sprache. Wie der Verbrecher, der unter dem Niveau der Humanität steht, dennoch ein Gegenstand des Scharfrichters bleibt. Er macht immer diese kleinen Wendungen, jetzt können Sie lange darüber nachdenken. So ein Scharfrichter Humanist eigentlich nicht. Ne? Kein so ein lustiger Beruf. Aber, tja, er ist dann doch Gegenstand, wenn ein Kriegsverbrecher wie Eichmann hingerichtet wird. Der Humanität. Mit ihm im Kampf ist die Kritik keine Leidenschaft des Kopfes. Also er war kein Aufpeitscher der Leidenschaften. Wir haben ja bei Freud über die Massenbewegung einiges gehört, was man da alles machen kann, wenn man die Leidenschaft hirnlos hochpeitscht. Sondern wenn die Leidenschaft da ist, braucht man den Kühlkopf, die Wissenschaft, die Theorie, damit es nicht ins Falsche läuft. Insofern ist der Kopf der Leidenschaft keine Bekämpfung der Leidenschaft, sondern es ist ein Doppelcharakter, wobei der Kopf hoffentlich die entscheidende
Rolle spielt. So, wenn Sie dieses Zitat, was Sie vielleicht kennen, was voyeuristischen Charakter hat, auf heute beziehen, könnte man darüber diskutieren. Es handelt sich darum, den Deutschen sehr pauschal keinen Augenblick der Selbsttäuschung und Resignation zu gönnen. Man muss den wirklichen Druck noch drückender machen, indem man ihm das Bewusstsein des Drucks hinzufügt, die Schmach noch schmachvoller, indem man sie publiziert. Die Publikation, die Enttarnung ist ein wesentliches Mittel, um den Druck zu erhöhen, ist eine der demokratischsten Grundpositionen und Sie werden jeden Antidemokraten daran erkennen, dass er Publizität meidet, versucht zu unterdrücken oder zu verbieten. Und dann ein bisschen auch feuilletonistisch, man muss die versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt. Man muss das Volk vor sich selbst erschrecken lernen, um ihm Courage zu machen. Also er war noch auf dem Weg eines journalistischen Schriftstellers, der auch die Feder scharf wetzt, um ein bisschen im Heinrich Heine-Spiel zu bleiben, der damals natürlich die Krone der Literaten auf hatte und zurück. Dritter Punkt, das Proletariat. Was ist das eigentlich und wie definiert man das und wie kommt der Marx dazu, dieses aus dem alten römischen Reich als eigentlich nicht arbeitende Plebs dastehenden Begriff jetzt in der Moderne als soziologischen Grundbegriff einzuführen? Das ist erstmal ein indirekter Beweis, wenn das Proletariat, was ja noch nicht der Fall war, die Auflösung der bisherigen Weltordnung, des Privateigentums an Produktionsmitteln in Fabriken, verkündet, so spricht es nur das Geheimnis seines eigenen Daseins aus. In den Fabriken leben ja die Menschen, die dort arbeiten, davon, dass es dieses Produktionsmittel im Privateigentum gibt. In der aktuellen Situation, wenn sie das aufheben wollen, dann sprechen sie natürlich von der Auflösung einer großen Weltordnung, die ihr eigenes Dasein als Proletarier, als Proletarierin konstituiert. Nur durch dieses Privateigentum entsteht eben an Produktionsmitteln eine Klasse des Proletariats. Und es geht bei der Negation des Privateigentums nicht um die Zahnbürste und das Kuscheltier. Es geht natürlich hier um einen Begriff, der geprägt war für die großen Dinge der Gesellschaft, für die Fabriken, für Kampf und Boden, für die Produktionsmittel. So, jetzt kommen wir dazu, dass der Loch regelt und in sich immer eine kleine Pirouette dreht. Das macht es immer ein wenig schwierig, da muss man ein wenig Zeit aufwenden, um diese Sätze zu entzwirbeln. Das Prinzip der Gesellschaft, was die Gesellschaft zu seinem Prinzip erhoben hat, was in ihm als negatives Resultat der Gesellschaft schon ohne sein Zutun verkörpert ist. Man könnte es auch einfacher sagen, er spürt die Ausbeutung an eigenem Leib, auch wenn er es noch nicht richtig kapiert. Das ist das Resultat der Gesellschaftsordnung, die er eigentlich irgendwann zur Auflösung bringen muss. Wir haben also hier auch eine Probe der Schwierigkeit der Schrift. Sehr lange Sätze, die würde ich heute kaum ein Lektor durchgehen lassen, und verzwirbelt. Und so geht das in dieser Schrift noch weiter, das ändert sich dann ein wenig, aber doch im Laufe seines Werkes. Natürlich war ja die Frage, wenn die Verhältnisse so furchtbar sind, kann man da mit Ideen allein weiterkommen? Offensichtlich nicht. Gibt es Menschen, die durch ihre Lage dahin kommen, sich mit Grundfragen dieser Gesellschaft zu beschäftigen und durchzublicken, wie es läuft und wie es anders laufen könnte? Ja, sagt er, das Proletariat ist diese Klasse und sie wird, weil es keinen Ausweg gibt, sich auch der Theorie, damals formuliert als Philosophie, zuwenden. Sie muss es. Wie wenn sie ohne ein Hilfsmittel über irgendeine Schranke nicht rüberkommen und sie irgendwann doch zur Leiter greifen, weil sie können hüpfen ohne Leiter so viel sie wollen, sie kommen nicht über den Kapitalismus weg, wenn sie nicht die Leiter, die Theorie, die Philosophie bemühen, um durchzublicken, wie man über diese Mauer hinwegkommt. Und dieser Blitz des Gedankens, dass es eine andere Gesellschaftsordnung geben kann, der entzündet sich schon in dieser Gesellschaftsordnung. Und dann polemisiert er etwas frech,
das wird die Emanzipation der Deutschen zu Menschen vollziehen. Gut. Der Kopf der Emanzipation ist die Philosophie und das Herz des Poltergeists. Das war die Kombination, die er sich vorstellte. Diese Philosophie kann sich nicht verwirklichen durch reine Philosophie. Nur wenn die Lohnarbeit, also das Proletariat, sich aufhebt und ein System, was auf Lohnarbeit und Verkauf der Arbeitskraft beruht, nur wenn das aufgehoben wird, ist auch die Philosophie eigentlich völlig daneben, unnötig und löst sich in reiner Wissenschaft der einzelnen Fachgebiete aus. Die Philosophie verwirklicht sich und das Proletariat hebt sich auf. Diese beiden Dinge verbindet er als Kritik an der Hegelschen Allmacht des Geistes. Das war ein kleiner Einblick in diese feuilletonistisch geschriebene, von einer Pointe zur anderen huschenden 20-seitigen Schrift der ersten großen Publikation, wo er vom Proletariat spricht. Ich möchte, bevor ich auf das Manifest komme, noch zwei Frühschriften ergänzen und wollte noch etwas zu dem auch in den deutsch-französischen Jahrbüchern veröffentlichten Schrift Die Kritik an Bruno Bauers zur Judenfrage sagen. Das ist eine sehr umstrittene Schrift, das werden Sie sehen, wenn Sie sich mit der Literatur beschäftigen, weil der Marx da wieder so ein Puzzlebaum schlägt. Die ersten 80% dieser Schrift sind völlig glasklar. In der bürgerlichen Demokratie gibt es kein Recht, dass Religion sich vordrängt. Alle Religionen sind gleichberechtigt. Das sieht man in Amerika, sieht man in der französischen Revolution glasklar. Und dann kommt er auf den Bruno Bauer und zitiert ihn. Und man weiß nicht, meint der Marx das oder zitiert er Bruno Bauer? Und ja, die Juden sind also der Wucker und das Geld und so weiter. Und dann macht er auf einmal, dreht er den Spieß so um, und das ist schwer zu verstehen, ich sage das nur, falls ich mal zu dieser Schrift greifen, und sagt wörtlich, was, ihr werft den Juden Nationalismus vor? Was, ihr werft den Juden Wucker vor? Dann ist der heutige Jude ja der Christ. Denn ihr mit eurem christlichen Staat seid Nationalisten und euch geht es nur um Profit und ums Kapital. Das, was er den Juden vorwerft, das seid ihr doch selber. So interpretiere ich diese Schrift von Marx. Lange Debatten. Die Formulierungen, die er da benutzt, sind zum Teil so unappetitlich, dass sie von den Nazis in den Klassenzimmern plakatiert wurden, so wie auch manche Zitate von Heinrich Heine aus dem Zusammenhang gerissen und zu sagen, die Juden haben ja selber propagiert, dass Juden Wucherer sind. Die Pointe, dass er sagt, wenn ich die Christen seid, auf die Wucherer, die lassen natürlich die Nazis dann auf dieser Wandzeile in den Klassenzimmern weg. So. Die drei großen Schriften, die zu nennen sind, habe ich Ihnen genannt. In dieser Phase vor 1848, die ökonomisch-philosophischen Manuskripte sind vor allem zu den verschiedenen Formen der Entfremdung sehr oft diskutiert worden. Die Heilige Familie richtet sich nicht nur gegen Bruno Bauer, sondern auch gegen eine ganze Schwarm von verschiedenen damals bekannten Schriftstellern. Das zu lesen ist sehr ermüdend. Es sind sehr viele Gedichte dieser Leute, die er dann analysiert. Es ist ein sehr dickes, zur Selbstverständigung gedachtes, sehr aktuelles Buch, aktuell im damaligen Sinne. Wenn Sie heute die Leute nicht kennen und Sie sehen eine ganz lange Kritik an irgendjemanden, den Sie nicht kennen, ist das ein bisschen schwierig. Aber es sind auch ein paar zentrale Thesen drin, die mit der Rolle des Proletariats zusammenhängen. Bis jetzt war das ja nur auf hingedonnert, dass Proletariat und Philosophie gemeinsam die Packens. Jetzt beginnt er Stück für Stück bis zum Kapital, sich genauer damit zu beschäftigen, warum das Proletariat, warum ist sie gezwungen, und er denkt immer international und nicht nur an Deutschland oder so, warum ist das Proletariat weltweit letztlich gezwungen, sich in den Kampf zu stürzen gegen unmenschliche Zustände, weil dieser Gegensatz so krass ist. Bei anderen Teilen der Bevölkerung ist der Gegensatz nicht so krass zwischen Proletariat und Reichtum. Beides gestaltet eben die Welt des Privateigentums. Der eine schafft, der andere nimmt. Es handelt sich um die bestimmte Stellung, die beide, Proletariat und Bourgeoisie, in den Gegensatz einnehmen. Tja, das sagen die bürgerlichen Soziologen und Ökonomen auch, so ist das. Du hast völlig recht, Marx, es gibt das Proletariat, es gibt die Bourgeoisie. Und das ist gut so, das wird auch so bleiben. Da muss man ein paar Dinge verändern. Während Marx dann nachweist, die Veränderungen hauen nicht hin, es wird eigentlich immer schlimmer.
wenn man die Dinge weltweit betrachtet, sowieso. Das Privateigentum als Reichtum ist gezwungen, sich zu erhalten und auch das Proletariat zu erhalten. Ohne Proletariat keine Fabriken, keine Produktion. Er ist das Konservative, die positive Seite des Gegensatzes. Da sind wir eigentlich ganz zufrieden mit der Lage, wie sie ist. Die Krisen passen nicht, aber die Eigentumsverhältnisse sind in Ordnung. Umgekehrt will das Proletariat nicht Proletariat bleiben, wenn es sich seiner Lage bewusst ist, das muss dazu sein, da gibt es keinen Selbstlauf. Und ist gezwungen, diesen Gegensatz eben irgendwann aufzugeben. Das ist die negative Seite des Gegensatzes. So formuliert er noch in den Kategorien der Dialektik Hegels. Also die Bourgeoisie will sich erhalten, das Proletariat ist gezwungen, sich eigentlich aufzuheben. Die Bourgeois, die Privatbesitzer der Fabriken, sind das konservative Element und das Proletariat ist die destruktive Seite des Ganzen. So geht er in dieser Schrift schon Richtung und Manifest der kommunistischen Partei. Aber er hat auch eine Gefahr gesehen. Das kennen Sie, der Kult der Arbeiter mit den dicken Armen. Wenn die sozialistischen Schriftsteller den Proletariat diese weltgeschichtliche Rolle zuschreiben, jetzt meine ich es selber, so schiebt es keineswegs, wie die kritischen Kritiker zu glauben vorgeben, weil es die Proletarier für Götter haben. Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Er weiß schon, was momentan die Menschen im Kopf haben. Es handelt sich darum, was es ist, also seine Lage, und wie es zu diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Es wird zu der Leiter greifen müssen. Die Idee von der Nationalität, die damals natürlich nach der Französischen Revolution einen großen Aufschwung bekommen hat, Frankreich hat sich als Nation konstituiert, in Deutschland war auch der Begriff, bis 1871 zu einer Nation zu konstituieren, war für uns eine Herausforderung, auch sich mit dieser Frage genauer zu beschäftigen. Ich greife eine andere Schrift heraus aus dieser Zeit, wo es eben darum geht, dass sie von Anfang an, ich habe das bei der Gründung der ersten Internationale schon angedeutet, darum ging, dass die arbeitende Klasse versteht, dass ihre Lage auf der ganzen Welt sich immer mehr annähert, elend, das Nationale abstreift. Der Textilarbeiter in Indien arbeitet inzwischen in derselben Maschine wie der vielleicht noch existierende Textilarbeiter von dem Mann, der mit den Waffen, mit dem Affen über die Werbung macht. Es gibt auch in Deutschland noch Textilindustrie, aber die Maschinen führen dazu, dass die Lebenslage, nicht was den Lebensstandard angeht, sondern die Benutzung der Maschinen und das Wissen, was man haben muss, sich annähert weltweit. Das ist insbesondere in der arbeitenden Klasse der Fall. Und ohne viel Wesens davon zu machen, beginnen die Menschen in den Fabriken zu fraternisieren, insbesondere wenn sie in der Wanderschaft sind und aus vielen Ländern in den Fabriken zusammenkommen. Das finden sie natürlich in der Bauernschaft nicht in dieser Weise. Das ist eben eine Wanderbewegung, die das, die Fabriken betrifft. Also sie beginnen unter dem Banner der kommunistischen Demokratie wirklich zu fraternisieren. Die Nationen, nationale Frage, die nationalen Elemente, die nationale Demagogie spielt eine entscheidende Rolle, um die Spaltung der Menschen untereinander zu erreichen. Und er sagt, das ist natürlich ein Ziel, dass sie sich nicht gegeneinander aufhetzen lassen, im Land nicht und international nicht. Aber die können das ihren Möglichkeiten nach. Die Bourgeoisie hat trotz allem immer ihre Spezialinteressen, die sie auch weltweit vertritt, auch in ihren Staaten, im Militär, das ist schon noch an nationale Grenzen und Bündnissen, Kompakten gebunden. Und das führt dazu, dass die dann doch Spezialinteressen haben und der Sache nach nicht diesen Internationalismus haben können oder diese Ablehnung des Nationalen, wie das in der arbeitenden Klasse möglich ist. Die These ist, wir wissen, die Realität sieht anders aus,
Die Proletarier haben in allen Ländern ein und dasselbe Interesse, ein und denselben Feind, ein und denselben Kampf vor sich. Alles, was wir von Marx lesen, hören wir jetzt und denken, eieiei, was für Fragen sind das denn? Heute sieht es doch ganz anders aus. Damit müssen Sie leben, wenn Sie sich mit der Theorie von Karl Marx auseinandersetzen und vielleicht überlegen, wo ist doch ein Kern über die Pathetik hinaus, dass hier eine zukünftige Entwicklung sich mit dieser Idee weiter auseinandersetzt. Und jetzt kommt ein schöner Satz. Die ganze Bildungsbewegung ist wesentlich humanitarisch, also humanistisch, antinational. Die Proletarier allein können die Nationalität vernichten. Das erwachende Proletariat allein kann die verschiedenen Nationen fraternisieren lassen. Das sind zwei Gedanken, die auch im Manifest wieder aufgenommen werden. Die Vernichtung steht am Ende. Der erste Schritt ist, dass man sich verbrüdert. Fraternität heißt eher nicht Brüderlichkeit, sondern Geschwisterlichkeit. Eine der zentralen falschen Übersetzungen. Freiheit gleicher Brüderlichkeit kennen Sie als Parole der Französischen Revolution. Aber Frère ist der Bruder. Na, das nebenbei. Also das Fraternisieren der verschiedenen Nationen als ersten Schritt, um schließlich Nationen überhaupt abzuschaffen. Sie kennen den Satz von Rousseau, das Elend begann, als der erste Zaun gebaut wurde. Die zweite Schrift, die ich Ihnen auch nur sehr knapp vorstelle, das ist ein dicker Wälzer von über 300 Seiten, wobei die ersten 80 Seiten allgemeiner sind, und dann nachher tut er den Max Stirner und den Grün und die ganzen Schriftsteller seiner Zeit durchgehen. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten Feuerbach, den er sehr geschätzt hat, Hegel, Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus, den hasst er. Dieser deutsche Sozialismus kriegt ja eigentlich ganz gut. So. Nein, diese Kleinbürger, diese deutschen Spießer, die Sozialisten haben, die hat er voll auf den Kieker gehabt. In seinen verschiedenen Propheten, also nach der Heiligen Familie, die deutsche Ideologie, eine Abrechnung auch mit deutschen Spießertum. Das wurde damals nur ein kleiner Teil veröffentlicht, im Westfälischen Landsbot, die Kritik an Grün. Im Kern gibt es der nagenden Kritik der Mäuse, weil sich kein Verleger gefunden hat, und der schickt ihn wirklich auch zum Teil sehr aktuell nur lesbar war. Und auch sicherlich von vielen haben die Verleger das abgelehnt. Es wurde also erst in Anmerkungszeiten veröffentlicht. Falls Sie das interessiert, zum Hegel-Jargon, Entfremdung ist ja auch in Erziehungswissenschaften, Philosophie und so weiter ein sehr populärer Begriff. Er macht sich ein bisschen darüber lustig in dieser Schrift, dass das also ins unpolitisch-psychologische nur geht. Da habe ich Ihnen einfach mal die Quelle angegeben, ohne das jetzt hier auszuführen. Der erste Teil dieses Buchs, die ersten 77 Seiten, sind deswegen wichtig, weil er das Verhältnis der Ökonomie zur Gesellschaft und zum Bewusstsein der Menschen prinzipiell versucht zu klären. Und wenn Sie so wollen, eine erste Kritik am Ökonomismus, an der Verabsolutierung der Ökonomie, die für Marx so wichtig ist, wenn man nicht die Rückwirkung des Zusammenwirkens von Ökonomie, Gesellschaft und Bewusstsein begreift, begreift man gar nichts. So könnte man die ersten 70 Seiten dieser Schrift zusammenfassen. Für ihn ist Ideologie Kritik nicht das eine und alles, aber ein wesentlicher Ausgangspunkt, die Waffe der Kritik. Rebellieren wir gegen die Herrschaft der Gedanken, also Kamsky würde man sagen, Kampf um die Köpfe und Hegemonie, Stammtisch und so. Also diese Rebellion gegen die Herrschaft der Gedanken wird hier stark gemacht, der Kampf speziell gegen die deutsche Ideologie. Für ihn ist Ideologie eine verkehrte Welt. Der Arbeitnehmer, der die Arbeit gibt, wird Arbeitnehmer genannt. Der Arbeitgeber, der die Arbeit nimmt, wird Arbeitgeber genannt. Die Sachen stehen völlig auf dem Kopf. Ideologie, an diesem Beispiel kann man sich das als Eselsbrücke, als Gedächtnisanker vielleicht gut merken. Ist übrigens auch ein Begriff, den es, denke ich, nur in Deutschland gibt. Dass man die, die ihre Arbeitskraft geben, Arbeitnehmer nennt. Können Sie ja mal in der Gewerkschaft kritisieren. Ja, ja, ich weiß schon, die Einleitung ist Kapital 1, aber wir müssen doch den Leuten verständlich bleiben.
keine Chance, irgendwie durchzusetzen, dass dieser bekloppte Virus aufhört. Das ist eine Umdrehung, wie das Auge auf der Netzhaut, sagt er, als Metapher. Metapher beweisen nicht, das sind nur Erklärungen. Und diese Ideologie der Menschen, die die Dinge umkehrt, die Bourgeoisie ist so gut, weil sie den Proletariat so gut tut. Das ist so eine These der Ideologen. Das ist eben die deutsche Philosophie und die deutsche Ideologie. Und er sagt, wir müssen von der Erde zum Himmel aufgehen. Wir müssen von dem ausgehen, nicht was die Menschen sagen, was sie sich einbilden, was sie sich vorstellen. Manche glauben ja gar, dass sie tolle Hechte sind. Also nicht von den gesagten, gedachten und eingebildeten, vorgestellten Menschen, nicht von dem, was als Ideologie und Philosophie und Juristerei da festgeschrieben ist, sondern wir müssen von der Realität ausgehen, Realitätsprinzip, von den wirklichen Menschen, von den Menschen, die tätig sind, arbeiten und ihren wirklichen Lebensprozess analysieren. Und dann verstehen wir bestimmte ideologische Reflexe. Sie werden das bei Ware und Verkauf der Arbeitskraft sehen, wie die Verhältnisse selbst dazu neigen, ohne Einfluss der Herrschenden, dass sich die Dinge auf den Kopf darstellen. Und dann kommen noch die Medien und die Ideologie der Herrschenden dazu und machen alles noch kaputter und noch falscher. Also, Ideologie als ein Prozess, der aus der Wirklichkeit zumindest teilweise kommt, und Ideologie, die man nur enttarnen kann, wenn sie aus Lügengebäuden bestehen, wenn man von dem wirklichen Leben, von dem wirklichen Lebensprozess ausgeht. Das ist die These in der deutschen Ideologie. So, jetzt noch für einige Freunde des Deutschlandsliedes. Eine Passage zur deutschen nationalen Borniertheit, die ich Ihnen nicht vorenthalten wollte, die vielleicht ein wenig untergegangen ist. Also, es kennen Sie doch, die Franzosen haben eine viel schlimmere Hymne, haben Sie immer gehört, und was die Türken da singen und so. Ja. Also, keine Frage, die nationale Borniertheit ist überall widerlich. Aber in Deutschland ist sie besonders ekelhaft, weil die so tun, als wären sie über alle Nationalität erhaben. Die anderen sagen, wir sind Nationalisten. Ich bin stolz, ein Franzose zu sein. Sie sagen heute natürlich so nah, es ist auch noch inzwischen auch schon an den Politiker wieder, der NPD-Aufkleber, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, ist heute ja in vielen Reden wieder zu hören. Aber im Grunde sagen sie, sie sind Europäer und international. Und so zumindest damals die Analyse von Marx, dass die deutschen Nationalisten immer noch im Hinterhalt hatten, dass sie eigentlich die sind, an der die ganze Welt genesen muss. Das Modell, was als alle ausstrahlt, das ist die ekelhafte deutschnationale Borniertheit, von der Marx in dieser Schrift spricht, die er eben analysiert, auch aus dieser Höhe der deutschen Philosophie, die sich über alle anderen Länder schon wegen der deutschen Sprache und der deutschen großartigen Abstraktheit erhaben fühlte, also deutsche Überheblichkeit. Sprung. Vom Staat war bisher noch nicht die Rede. Kennen Sie ja, Papa-Staat wird es richten, ne? Personalisierung des Staates. Der deutsche Spießer, so schreibt Marx, verwandelt den Staat zunächst in eine Person. Naja gut, das war damals nicht Papa-Staat, sondern der König, der Monarch, der, weiß ich nicht, Präsident. Das ist der Gewaltige. Die Tatsache, dass die herrschende Klasse sich zum Staat konstituiert hat, ihn in der Hand hat, wird verdreht, so als ob der Staat eine Art dritte Macht zwischen und über Proletariat und Bourgeoisie sei, der die Interessen aller ausgleicht. Und genau diese Kritik am deutschen Mythos-Staat, Ernst Cassirer, ein Soziologe, der 1945 in den USA gestorben ist, hat ein sehr gutes Buch zu dieser Aberglaube, zu diesem Aberglaube an den Staat geschrieben, Mythos-Staat. Das wird hier schon angedeutet in dieser Schrift. Diese Schrift hat auch Bedeutung, weil es eine der wenigen Passagen ist, die sich zu der Zukunft äußert. Ich hatte vorhin aus den deutsch-französischen Jahrbüchern zitiert, dass die Darstellung und Ausmalung der Zukunft nicht seine Sache ist. Aber hier lüftet er so ein klein bisschen den Schleier, wie er sich das eigentlich vorstellt, wenn es keinen Kapitalismus mehr gibt.
Im Kapitalismus hat jeder seine Arbeitszeit. Der ist ihm aufgedrängt. Muss er vielleicht mal wechseln, dann ist er da Spezialist. Er ist jeder Fischer oder Hirte oder kritischer Kritiker, wenn der Professor an der Uni ist. Und muss es bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren will. Während in der kommunistischen Gesellschaft, jetzt kommt das Paradies, wo jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem bestimmten Zweig ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt. Überfluss müssen sie mitnehmen. Und dadurch ist es mir möglich, heute dies, morgen jenes zu tun. Ich bin eben ausgebildet als Jäger, als Fischer, als Viehzuchttreibender, vielleicht auch als kritischer Kritiker oder als Kritiker, wie ich gerade Lust habe, ohne je das als Beruf festzuhaben, jeder Fischer, Hirte oder Kritiker zu werden. Also die allseitige, wohlproportionierte Ausbildung der Menschen auf allen Gebieten, um eben nach seinen Interessen wechseln zu können, setzt natürlich ein hohes Maß an gesellschaftlicher Organisation und Überfluss an Mitteln dar, kurzen Arbeitstag. Das alles stellt er sich so vor. Nicht die Aufhebung der Arbeitsteilung im Sinne, dass es keine Arbeitsteilung mehr gibt, sondern dass die Arbeitsteilung nicht zur Diktatur über einen Menschen sein Leben lang wird. Und wenn er zwei oder drei Berufe hat. Sondern die Fähigkeit, allseitig gebildet zu sein, um nicht einem Beruf zu unterliegen und so etwas einseitig zu werden. Der böse Begriff des Fachidioten war damals noch nicht geschaffen. Er betont natürlich, dass dazu ein Überfluss durch hohe Technik nötig ist, weil nur dann gibt es keinen Streit um das Notwendige. Das ist sehr trivial und trotzdem sehr wichtig, weil nach der Revolution erstmal viel Mangel existiert und das ein Grundproblem ist. Solange der Mangel noch verteilt werden muss nach Gerechtigkeitsprinzipien, bleibt man noch im bürgerlichen Recht. Erst wenn wirklicher Überfluss herrscht, profan gesagt, man sich nicht ums Klopapier streiten muss, was sehr unangenehm ist, das kann man ja schon mal rasch erreichen und dann wird sich keiner ums Klopapier streiten. Keiner wird 200 Klopapierrollen mit nach Hause nehmen. So, und wenn alle Güter in Massen da sind, wie heute die Handys oder die Fernseher oder was weiß ich, die alle auf dem Müll landen nach 2 Jahren, wenn das im großen Weltmaßstab erreicht ist, das Essen, Trinken, aber auch alle Konsumgüter, wie es technisch längst möglich ist, im Überfluss da sind, dann wird man nicht aus Blödsinn Überfluss dauernd produzieren, sondern wird es versuchen so zu machen, wie es vernünftig ist. Dann müssen die Leute nicht mehr so lange arbeiten, wie die Futurologen jetzt schon ausrechnen, wie viele Stunden braucht eigentlich die Menschheit, wenn sie vernünftig organisiert ist. Und dann könnte dieses Prinzip des Kommunismus, was Marx hier formuliert, möglicherweise real sein. Ihr kennt bestimmt auch den berühmten Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das ist natürlich ein sehr einseitiger Satz, weil das Sein ja nicht was Festes ist wie ein Felsbrock. Diese Gesellschaft ist ja gespalten. Und insofern könnte man auch sein, das gespaltene Sein kann zu unterschiedlichen Bewusstsein führen. Erstmal ist hier wichtig, dass die Ideologieproduktion eine materielle Basis bekommt. Die Menschen, die die Mittel zur materiellen Produktion zur Verfügung haben, die verfügen gleichzeitig auch über die Mittel zur geistigen Produktion. Das 1845 ausgesprochen. Das waren damals Zeitungen, meistens Universitäten, Bücher. Das gilt heute natürlich in viel größerem Umfang. Und im Durchschnitt ist eben jeder Mensch diesen Mitteln der geistigen Produktion, die er selber nicht hat, unterworfen. Und damit sind die Gedanken, die herrschenden Gedanken, die Gedanken der Herrschenden, man könnte vielleicht besser formulieren, die vorherrschenden Gedanken. Aber widerspricht das sich nicht? Na, den Einwand sieht er schon vor. Hallo, es kann auch, wenn das Sein das Bewusstsein bestimmt, schon revolutionäre Ideen geben in einer reaktionären Gesellschaft. Weil es schon auch diese vulkanartige Grundlage gibt, die diese Gesellschaft in die Luft sprengen wird. Die vulkanartige Grundlage ist da und deswegen kann es revolutionäre Gedanken geben, weil es eben auch schon
eine Klasse gibt, die es auf lange Sicht mit dieser Gesellschaft nicht aushalten kann. Insofern kann es auch in einer rückschrittlichen Gesellschaft revolutionäre Gedanken geben. Ich gucke mal ganz kurz nach. Zwei Folien, wir sind 5 nach 7 ein bisschen in die Zeit. Es ist die alte Feuerbach-These, es geht nicht darum, die Welt nur zu interpretieren, es kümmert darum, an sie zu verändern. Der Feuerbach will nur das richtige Bewusstsein haben, dann ist er schon zufrieden. Nun hat man so untereinander eine Warnung der Salon-Bolschewisten genannt. Die wussten alles, wollen aber nichts machen. Wenn es die wirklichen Kommunisten darauf anschaut, dies Bestehende umzustürzen, so stark der Marx. Marx sehe eben nicht, dass in Wirklichkeit und für den praktischen Materialisten, das heißt Kommunisten, den Begriff prägt er schon, darum handelt, die bestehende Welt zu revolutionieren, die vorgefundenen Dinge praktisch anzugreifen und zu verändern. Der Bogen schließt sich. Mit diesem Zitat, dem letzten aus der deutschen Ideologie, was ich Ihnen zumute, es ist das Problem, können die Leute durch Schulungsveranstaltungen, Seminare, Vorlesungen ihr Bewusstsein wirklich verändern? Massenhaft jedenfalls kann kommunistisches Bewusstsein so nicht erzeugt werden, sagt Marx. Dazu ist eine massenhafte Veränderung der Menschen nötig, die funktioniert aber nur in der praktischen Bewegung, in einer Revolution. Und das ist seine These, dass die Revolution nicht ein technischer Akt ist, um die herrschende Klasse loszuwerden. Das geht zwar nur durch Revolution, aber, und das ist jetzt der direkte Beweis, weil die stürzende Klasse, die Revolutionäre, nur in der Revolution dahin kommen, sich den ganzen alten Dreck der Dienerhaftigkeit, der Spießerhaftigkeit, der Sklavenmentalität vom Hals zu schaffen. Und nur wenn sie das machen, wird eine neue Gesellschaft von ihnen überhaupt, werden sie fähig sein, eine neue Gesellschaft zu schaffen, wenn sie sich den alten Dreck vom Hals schaffen. Eine komplexe Aufgabe. Wir schneiden jetzt, nächster Teil ist zum Manifest, und wir machen 5 Minuten Wappelpause. Sie haben mich gemeinerweise keinmal unterbrochen, deswegen habe ich die ganze Zeit reden müssen. Aber vielleicht kommen Sie jetzt in der Diskussion auch auf ein paar Fragen. Sie haben ja die Folien vorliegen, wir können auf die Folien zurückspringen, oder Sie haben ganz allgemeine Bemerkungen. Wir machen 5 Minuten Wappelpause. Und auch eine kleine Sekunde. Jetzt ist es da. Ich bin ein bisschen rumgegangen, bin gespannt, was Sie für Fragen haben, aber mein erster Einwand, der kam aus dem Publikum. Wenn ich von den Religionen spreche, dann war bei Marx nicht das Judentum, sondern das Christentum gemeint, denn die ersten 400 Jahre waren das Urchristentum. Islam gab es nicht, aber die jüdische Religion war natürlich die älteste und den Buddhismus und Konfuzianismus hat sich vor Regeln beschäftigt, aber Marx nicht weiter. Das heißt, was hier über die erste Phase der Religion gesagt wurde, schon informiert, bezieht sich auf das sogenannte Urchristentum. Vielleicht habe ich das nicht deutlich genug gesagt. Die Auseinandersetzung, die jüdische Religion mit dem Christentum zusammenhängt, war nicht das Thema. Welche Fragen, Einwände, Ideen, Bemerkungen möchten Sie machen? Ich komme zu Ihnen. Sie setzen sich auch für meine sportliche Leistung ganz schön weit durch. Das ist auch interessant, ne? Der weibliche Arbeiter, der Sprache. Natürlich spielt die Frau und Kinderarbeit im Kapital, also in der nächsten Vorlesung, eine große Rolle. Aber die Frage der Emanzipation der Frau oder der jüdischen Leute spielt bei dieser Darstellung einfach keine Rolle. Das kann ich Ihnen so mitteilen. Da hat sich noch keinen großen Gang darüber gemacht. Muss man konstatieren. Und das war eine Lücke.
finde es interessant, dass es gerade in der Deutschen Sozialdemokratie, in den zwei Jahren noch, Bebel war, der diese zwei Fragen wieder aus der Bebel gebracht hat. Frauensozialismus und die Revolution gegen die Jugendfeindschaft auf der Sozialdemokratischen Partei nach 1893. Also es waren zwei Lücken, ganz klar. Und die Konzentration war auf die arbeitende Klasse, so heißt es bei Engels, die arbeitende Klasse in England, und dann nachher die Arbeiterklasse, nämlich mit dem Vorbehalt, Arbeiterinnen werden sie in der damaligen Zeit nicht finden als Begriff. Vielleicht doch, aber es war nicht verbreitet. Ich bin da kein Experte, sprachlich. Und im Kapital können Sie googeln, weibliche Arbeiter kommen vor. Danke für die Frage. Weitere Hinweise, Ideen, Fragen? Jetzt komme ich halb hoch. Ich mache jetzt mal und gleich mobil. Ich habe die Reihenfolge nicht gesehen. Können wir nochmal die Reihenfolge feststellen? Er, da, die zwei. Marx beschreibt nur die Gegenwart, seine Gegenwart, und macht keine Vorstellung, wie die Zukunft sich entwickeln könnte. Das so richtig verstanden. Das ist widersprüchlich. Zuerst habe ich ein Zitat gemacht, dass es nicht sein Ding ist, die Zukunft zu beschreiben, auszumalen. Und dann erzählt er was über Jäger, Fischer und Kritiker. Dass man den Kommunismus, wenn man den Überfluss hat, nicht mehr diese Arbeitsteilung so hat. Und ich bin jetzt beim frühen Marx, so langsam taut er auf und macht sich auch Überlegungen, wie das später aussehen kann, falls die Revolution wieder da ist. Sieht, was man dann macht. Aber er ist da sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend. Weil er sagt, man muss einfach nur bestehen, an den Seelen kritisieren. Jetzt. Ja, mich würde interessieren, wie denn das Proletariat zu einem revolutionären Bewusstsein kommt. Kann es das von alleine leisten? Die Linke würde sagen, nein. Es bleibt nur in wirtschaftlichen Kämpfen verharren und braucht eine revolutionäre Avantgarde, die kommunistische Partei. Genau, das ist die Frage, wie sieht das Marx? Auf der Phase, wo wir jetzt sind, in den Frühschriften, habe ich zitiert, dass es ohne Theorie nicht geht. Und jetzt sehen Sie einen Titel, der heißt nicht Manifest, sondern Manifest der Kommunistischen Partei. Interessanterweise. Und natürlich ist Marx der Meinung, dass die Menschen nicht von alleine, ohne Theorie, ohne Durchdringung, diese Dinge schaffen. Und natürlich ist er der Meinung, gehen Sie mal von den Freitagsdemos aus, es beginnt damit, dass man sich erstmal wehrt. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Das heißt, man fängt an, sich zu wehren. Und in diesen Auseinandersetzungen fängt man gezwungenerweise an, über den Staat nachzudenken, über die Politik nachzudenken, über die Gesellschaftsordnung als Ganzes nachzudenken. Weil es wird ja immer krasser, es wird ja immer enger. Und das ist sozusagen eine Bewegung, die Marx in diesem Satz aus der deutschen Ideologie, dass nur in der revolutionären Bewegung man den ganzen revolutionären Dreck wegkriegt. Das meint er damit. Das ist also ein Entwicklungsprozess. Hier hat sich doch jemand gewählt. Hilfst du mir? Habe ich jetzt die BSN hier drin? Wieso sollte man sich auf eine kommunistische Gesellschaft einlassen, wenn darüber so nie bekannt ist oder so nie ausgesagt wird? Gute Frage. Vermutlich nur, wenn man sonst keine Alternative hat. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, warum soll man sich auf etwas einlassen, was man nicht kennt. Die Frage ist, ob Elemente, die es sein könnte, in den existierenden heutigen schon vorhanden sind. Das müssen wir klären. Die Frage ist doch klar, wenn man überhaupt nicht weiß, wie es später aussieht, würde man ja nicht hier im Dunkeln von der Treppe springen. Insofern gehe ich auf meine Antwort zurück. Er sagt, so genau weiß ich es nicht, aber ein paar Dinge weiß ich schon. Ich weiß, es soll kein Privateigentum an Produktionsmitteln mehr geben, das ist ein Riesenfortschritt. Und die Menschen müssen bewusst und wissenschaftlich alle Probleme ihres Lebens lösen und dürfen nicht nach Profit und Privateigentum sich ausrichten und nicht nach Ideologie. Das ist ziemlich wenig.
sage ich dir jetzt mit Gefühl. Aber wir kommen sicherlich auf diese Fragen noch zurück. Dann noch eine zweite Frage. Muss dieser Erkenntnisprozess eingeleitet werden oder von oben vielleicht geleitet werden, geführt werden? Oder ergibt er sich automatisch auf sich selbst? Da gehe ich auf ihn zurück. Das ist bei Marx ziemlich klar. Er sagt, wir brauchen, wir kommen jetzt im nächsten Teil folgender Seite über. Dazu ist, die Bewusstesten müssen sich zusammenschließen und ihr Wissen an andere weitergeben. Gar keine Frage. Deswegen war es ja die Gründung einer kommunistischen Partei. Bund der Kommunisten ist das zuerst. Und die ziehen immer mehr Leute an, dass sie sich mit Wissenschaft, gerade mit großer Arbeit, Bildungsbewegung und ähnliches, mit diesen Dingen beschäftigen und zu einer eigenen Überzeugung kommen. Was natürlich nicht geht, ist, die Menschen von oben zu manipulieren, wenn wir das mal erzählen. Das glaube ich nicht, dass der Marx das unbedingt wollte. Das wurde ihm aber natürlich vorgeworfen. Jetzt sind wir schon in der Frage der Realität. Aber das ist auch ganz schön. Das ist ja das Realitätsprinzip. Also eine schwierige Sache. Ganz von alleine hat er genommen, wie der Frosch, der keine Leiter hat und aus dem Glas nicht rauskommt. Ganz von alleine wird es nicht gehen. Da war der Marx der Meinung, die Theorie, oder Philosophie, sagt er damals, und die revoltierenden Arbeiterinnen und Arbeiter müssen sich irgendwie zusammen aufschließen. Weitere Fragen? Dann komme ich zum zweiten Teil, wir haben noch 20 Minuten. Es gab einen Bund der Kommunisten, da gab es ein Statut, da waren klare Ebenen, Kreis, Gemeinde, Zentralbehörde und die Mitgliedschaft wurde geregelt. Der Zweck des Bundes ist der Sturz der Bourgeoisie, die Herrschaft Baudrillards, die Aufhebung der alten, auf Klassengegensätzen beruhenden bürgerlichen Gesellschaft und die Gründung einer neuen Gesellschaft ohne Klassen und ohne Privateigentum. Kurz und knackig. Statut des Bund der Kommunisten. Nun hatte der Engels schon vorher mal so ein Frage-Antwort-Spiel gemacht, Grundsätze des Kommunismus in Katechismusform, das hat dann aber irgendwie nicht gefallen. Auf jeden Fall, nach einer Reihe von Ansätzen verschiedener Leute bekam Marx und Engels den Auftrag, dieses Manifest in kurzer Zeit, 1847 geschrieben, 1848 veröffentlicht, dieses Manifest zu schreiben. Es ist in vier Teile gegliedert. Es war ja nicht seine Erfindung, dass die Geschichte der Klassenkämpfe ist, aber es war die Besonderheit von Marx, dass er das ausgestellt hat und auf Bourgeoisie und Proletariat, so heißt es, das erste Kapitel, konzentriert hat. Dann geht es um das eben schon angeschnittene schwierige Verhältnis Proletarier und Kommunisten. Er geht dann polemisch auf die damalige zeitgeschichtliche, ihm nicht vernünftig erscheinende sozialistische und kommunistische Literatur ein. Und zum Schluss in Teil 4 die Stellung der Kommunisten zu den verschiedenen oppositionellen Parteien darzustellen. Der erste Punkt ist ein bisschen ein Geschichtsrückblick, wie das in der Sklaverei, in der Urgesellschaft, wie es im Feudalismus war. Und dass auch diese heute so reaktionäre Bourgeoisie mal eine Zeit hatte, wo die super revolutionär waren und gegen den Feudalismus gekämpft haben und gesagt haben, jawohl, es ändert sich nur was, wenn man kämpft. Und sie hat was erreicht. Es klingt wie ein Loblied auf den Kapitalismus. Was die geschaffen haben, diese Bourgeoisie, die haben die ganzen zersplitterten Produktionsmittel in riesige, große Fabrikhallen geschaffen. Die haben die Bevölkerung auch zusammengeschlossen. Natürlich, das Eigentum war in wenigen Händen konzentriert. Dann gab es dadurch auch eine politische Zentralisation. Diese verschiedenen Kleinstaatereien und so weiter, die ökonomisch hinderlich waren, wurden aufgehoben. Es gab eine Regierung, ein Gesetz, eine Zolllinie, ein Klasseninteresse, national. Und dieser Fortschritt gegenüber dem Feudalismus, und das ist wieder ein bisschen Hegel, dass die Dinge umkippen, wenn sie sich erledigt haben, umkippen können, das ist jetzt für ihn der Bourgeois-Staat als Ergebnis einer fortschrittlichen Entwicklung gegen das Mittelalter entsteht nun ein Staat, den er nicht mehr als Staat aller Menschen bezeichnet, sondern als Ausschuss, der gemeinschaftlich die Geschäfte der ganzen Bourgeoisie-Klasse verwaltet. Die sind ja auch untereinander zerstritten. Da muss man schon mal Ordnung schaffen,
Und der Staat ist eben nicht nur zur Unterdrückung des Proletariats, der Staat ist auch ein Mittel, die Interessen auszugleichen zwischen den verschiedenen Teilen der Bourgeoisie. Das Leben in der Fabrik wird von ihm geschildert als das Leben von Industriesoldaten, die ihre Vorarbeiter, also Unteroffiziere und Offiziere haben. Die sind nur Knechte der Bourgeoisie-Klasse und des Bourgeoisie-Staates, sind täglich und stündlich geknechtet von der Maschine. Die Maschine beherrscht sie. Sie müssen die Maschine auch beherrschen, aber eher umgekehrt. Sie sind von den Aufsehern geknechtet und von den einzelnen bourgeoisen Fabriken. Die Despotie ist umso kleinlicher, weil sie den Profit, den Erwerb als Zweck proklamiert. Für ihn ist klar, dass die Kämpfe logisch sind. Am Anfang haben sie Maschinen gestürmt, die Weber hat auch nichts gebracht, dann haben sie angefangen, um den Lohn und kürzeren Arbeitstag zu kämpfen. Ein riesiger Sieg war der 8-Stunden-Tag, der damals aber 48 Stunden, also 6 Tage getroffen hat. Und solche Kämpfe, die lagen auf der Hand, die Leute sind vor die Hunde gegangen, die Kinder und Frauen noch mit. Die mussten, um überhaupt existieren zu können, kämpfen, so entstand eben die sozialistische Bewegung in vielen Ländern. Aber das eigentliche Resultat ihres Kampfes ist nicht der unmittelbare Erfolg. Die Lohnerhöhung wird wieder mit Tricks zurückgenommen. Wir werden im Kapital darüber reden, die Tricks kennen Sie auch alle, sonst ist die Lohnerhöhung, wenn die Preise sich verdoppeln, so klar. Also, der Ziel des Kampfes, ja, man muss Verbesserungen erkämpfen, aber das eigentliche Resultat ist, dass ich jetzt bei den Freitagsschülern, damals von Schülerinnen und Schülern, versucht habe anzudeuten, dass die Leute in Bewegung kommen, dass sie sich wehren, dass sie sehen, dass man nicht nur untereinander Konkurrenz ist, sondern gemeinsam solidarisch helfen kann. Das ist der eigentliche Erfolg. Und das sieht Marx nur in den Fabriken, in der arbeitenden Klasse, nicht bei den Kleinhändlern und nicht bei den Bauern, die zersplittert und vereinzelt sind. Die können mitmachen, wenn sie wollen, herzlich willkommen, aber das wird nicht die Kraft sein, die das Durchhaltevermögen hat, so Marx. Jetzt sind wir im Jahre 1848. Das wird nur das Proletariat sein. Die sind nur revolutionäre Anarchisten, wenn sie sich das Proletariat, wenn sie sich dem Proletariat anschließen. Und die Grundthese, die mit demokratischen Ideen natürlich zu tun hat, ist, die bisherigen Bewegungen waren nur Bewegungen von Minoritäten. Und das geht ja nun gar nicht. Oder im Interesse der Minorität kann auch eine Masse in Bewegung gesetzt werden. Zum Beispiel von der Bourgeoisie gegen das Föderalismus-System zu kämpfen, im Interesse der Bourgeoisie. Die anderen sind daher nur Deppen gewesen. Die proletarische Bewegung, so Marx, ist die selbstständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl. Und dieses Proletariat, das ist die unterste Schicht, kann sich nur erheben, und kann sich nur befreien, um dass der ganze Überbau der Schichten, die die offizielle Gesellschaft bildet, in die Luft gesprengt wird. Sie können sonst nicht sich erheben. Und jetzt kommt der Punkt, den wir vorhin mit der Fraternisierung besprochen haben. Obgleich nicht dem Inhalt ist, der Form nach, sagt er im Manifest, der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler. Damit meint er nicht eine nationale Fahne erheben, sondern das Gebiet, auf dem man kämpft. Das Proletariat eines jeden Landes muss natürlich zuerst mit seiner eigenen Bourgeoisie fertig werden. Das ist seine Vorstellung, wo er den Begriff national akzeptiert. Nicht als Idee oder Kampfesziel, sondern als Kampfplatz. Er geht davon aus, dass diese Entwicklung des Kampfes von selbst dazu führt, dass die Herrschenden zur Bewaffnung greifen, auf die Leute schießen, den Bürgerkrieg vorbereiten und das werden die Leute sich an einem bestimmten Punkt nicht gefallen lassen und es wird eine Revolution ausbrechen und so wird der Sturz der Bourgeoisie und die Herrschaft Proletariats begründet. Und dabei sind die Kommunisten zu der Frage, der praktisch entschiedenste, immer weiter treibende Teil
Warum? Nicht einfach, weil sie bessere Typen sind, sondern weil sie eben vorhersehen können, einzelne taktische Manöver durchschauen können, theoretische Einsichten haben, wissenschaftliche Ausbildung haben, wenn sie in diesen Schulungsorganisationen dabei sind. Und diese Einsichten, die Bedingungen, das ist eben ein wesentlicher Punkt, dass die Sache vorangeht und nicht wieder versagt, abklingt und alles sozusagen für die Katz war und sich große Depressionen breit macht. Insofern sagt er, der nächste Zweck der Kommunisten ist dasselbe wie der anderen übrigen proletarischen Parteien. Bildung des Proletariats zur Klasse, also eine Einheit schaffen, Sturz der Bourgeoisie-Herrschaft, Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat. Und er fügt hinzu, dass das nicht Prinzipien sind, die sie erfunden haben oder Weltverbesserer waren, sondern das ist die Lage. So ist es. Es ist der allgemeine Ausdruck tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden Klassenkampfs. Vor dem kann man die Augen verschließen. Oder man hat nur die deutsche Brille auf, guckt nicht die Welt. Das ist eine unter unseren Augen vor sich gehende geschichtliche Bewegung. Es geht nicht um die Abschaffung des Privateigentums überhaupt, sondern die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums. Das setzt ja nochmal deutlich, stellt ja nochmal deutlich fest, um die Abschaffung des Eigentums an Produktionsmitteln. In diesem Abschnitt geht er auf zwei Vorwürfe ein. Das erste, ihr wollt die Weibergemeinschaft einführen. Haha, ihr denkt, Weiber sind Produktionsmittel, die Kommunisten wollen die Produktionsmittel vergesellschaften. Also macht der Marx sich nur lustig über und sagt, ihr seid auch die Unterdrücker der Familie und Prostituierte und was weiß ich. Und der zweite Vorwurf, ihr wollt den Leuten nicht nur die Familie kaputt machen, ihr nehmt ihnen auch noch das Vaterland. Und dann kommt der sehr bekannte Satz, die Arbeiter haben kein Vaterland. Der Satz war im Ersten Weltkrieg sehr wichtig oder hätte noch wichtiger sein sollen. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur nationalen Klasse erheben, territorial, nicht Nationen sind alle in der Bevölkerung, sich selbst als Nation konstituieren muss, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie. Schwieriger Spagat, doch noch national und doch nicht national. Nun. Ideologie. Jede Gesellschaft bringt die eigene Ideologie vor, aber Ausbeutergesellschaften haben noch was gemeinsam. Sklavenhalter, Feudalismus, Kapitalismus. Und deswegen ist es kein Wunder, dass sich bestimmte Formen der Ideologie über Jahrtausende halten, trotz aller Mannigfaltigkeiten. Das wird erst aufgelöst werden, wenn Ausbeutung abgeschafft wird mit dem Verschwinden der Klassengegensätze. Und jetzt kommt der Satz, dass das nicht allein um die Eigentumsverhältnisse, um die Ökonomie geht. Den Dreck vom Hals schaffen, deutsche Ideologie. Kein Wunder, dass am radikalsten mit den überlieferten Ideen gebrochen wird. Dieser Auftrag ist in diesem Abschnitt, der zweite Abschnitt, wichtig, dass er diese Ideen, Ideologiekritik, sagt man heute, in den Vordergrund stehen. Was macht er jetzt, wenn er siegt? Er wird der Bourgeoisie das Kapital entreißen, nach und nach, die Produktionsinstrumente in den Händen des Staates, als herrschende Klasse organisiert wurde erst, zentralisieren und die Masse der Produktivkräfte, damit es keinen Mangel gibt, rasch vermehren. Er kann dies kann nur geschehen, und jetzt kommt das böse Wort, durch den despotischen Eingriff in das Eigentumsrecht. So. Dann gibt es eine Phase, wo auch der Staat weg ist. An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft tritt eine Assoziation. Und diesen Satz wurde von Pädagogen oft zitiert, worin die freie Entwicklung eines jeden Individuum die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist, das kollektive Element. So endet der zweite Abschnitt in diesem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft und der Bewahrung der individuellen Rechte, ja der Entfaltung, in dem anderen Menschen die Möglichkeit der Entfaltung, nicht die Grenze zu sehen, der stört mich, wenn der da ist, habe ich keinen Platz. Dieses Denken soll in der kommunistisch-radikalen Rechnungsideologie, die er hier sozusagen aufstellt,
in der Theorie, man muss radikal mit diesem Egoismus brechen, die Individuen müssen ihre Rechte haben, aber zusammen kollektiv. Der dritte Abschnitt behandelt die damalige sozialistische Literatur. Ich habe schon gesagt, das deutsche Spießertum hat es ihm besonders angetan, weil die deutsche Nation als die normale Nation und die deutschen Spießbürger als die normalen Menschen proklamieren. Sind ja ganz lustige Formulierungen, die ich mal festhalten wollte. Und am dollsten sind ja die Bourgeois-Sozialisten, die sagen, ihr müsst uns stärken, weil wir sind die Interessenvertretung der arbeitenden Klasse. Wenn es uns gut geht, geht es euch erst recht gut. Der letzte Abschnitt geht um die Aufgaben der KP. Die erste Aufgabe ist das klare Bewusstsein, über den feindlichen Gegensatz herauszuarbeiten. Und daraus folgt, dass man jede wirklich revolutionäre Bewegung gegen die gesellschaftlichen und politischen Zustände unterstützt und in dieser Bewegung nicht müde wird, die Frage der Enteignung, die Frage als Eigentumsfrage hervorzuheben, das ist die Grundfrage der Bewegung. Das berühmte Manifest endet mit dem oft nur halb zitierten Schlussabsatz, dass es darum geht, in allen Ländern die Leute zusammenzuschließen, die Ansichten offen zu erklären und deutlich zu sagen, dass ein gewaltsamer Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnungen nötig ist. Und dann kommt der schöne, oft zitierte Satz, mögen die Herrscherklasse vor einer komischen Masse zu zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren, als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Also in revolutionärer Bewegung geht es auch nicht ohne Partie, wie Sie sehen. Das die Metapher mit der Kette. Und es endet in dem Satz Voltaire, alle Länder, vereinigt euch, also das war ja schon klar, dass ohne internationale Solidarität gar nichts läuft. Diese Debatte wurde von Marx noch einmal aufgegriffen. Es sind noch zwei Gedanken, die ich nachtrage, damit es heute einen Abschluss hat und die Provokation für die weiteren Diskussionen erforderlich macht. In einer Kritik am Butterprogramm 1875, der 1890 nach seinem Tod veröffentlicht wurde, hat er den Widerspruch bemerkt. Wir zentralisieren alles im Staat oder wir wollen keinen Staat. Wie soll das gehen? Das ist ja eine Unlogik. Und da sagt er, es muss schon eine Übergangsphase geben. Die ist noch ganz schön bürgerlich. Da kann man Sozialismus nennen, aber mit Kommunismus im Grunde nicht wirklich. Man macht zwei Phasen des Kommunismus so. Also, nach der Revolution hat man es mit Folgen zu tun. Eine Gesellschaft, die sich eben aus der kapitalistischen hervorgeht, in jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig noch behaftet mit den Muttermalen, sehr kleine Muttermale oder ziemlich große, muss man so beschreiben, der alten Gesellschaft, aus deren Schoß sie herkommt. Es herrscht eben noch Mangel, es herrscht Austausch, es herrscht bürgerliches Recht. Und Eifersucht noch, solange es Mangel gibt. Aber man kann nicht vom Kapitalismus ins Paradies oder den Kommunismus hüpfen oder wie Sie es wollen, wenn ich ein bisschen paraphrasieren darf. Die Missstände sind unvermeidlich in der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft nach langen Geburtswegen hervorgegangen ist. Das Recht und die Klärung, wie man den Mangel verteilt, kann nie höher sein als die ökonomische Gestaltung und die dadurch bedingte Kulturentwicklung der Gesellschaft. Solange Mangel ist, muss geregelt werden, wer was kriegt und wer nichts kriegt. Es wird nach der Arbeitszeit geregelt und auf die Dinge werden wir noch kommen. Erst in einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung, von der er auch in dieser ersten Phase spricht, der Individuum unter die Teilung der Arbeit, und damit auch der Gegensatz von geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist. Nachdem die Arbeit dann nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden ist. Schiller sagt, der Mensch ist nur Mensch, wo er spielt, auch sehr schön. Und Marx würde dann kombinieren mit Schiller, dass Arbeit dann zum Spiel wird und Spaß macht und ein Bedürfnis wird, was wir uns schwer vorstellen können. Aber mit der allseitigen Entwicklung der Individuen, die echt gut sind, unheimlich viel können, und der gewachsenen Technik, Produktivkraft, großen Möglichkeiten, den Springquellen des Reichtums, erst dann kann dieser Horizont
der Mangel überwunden werden und die Gesellschaft kann auf ihre Fahne schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten und jeder nach seinen Bedürfnissen. Und ohne jede weitere Erklärung entlasse ich Sie mit diesem Satz, der zur Diskussion vor allem in der übernächsten Sitzung über die Bürgerkriege in Frankreich führen wird. Zwischen der kapitalistischen, der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die anderen. Das entspricht auch einer politischen Übergangsperiode, deren Staat nichts anders sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats. Sie wollten ein bisschen mehr Provokation, jetzt haben Sie sehen. Was soll denn das jetzt bitte sein? Wollen wir wirklich Diktatur? Und was ist das? Und wer macht das? Und wie läuft das? Und wie ist es gelaufen? Die erste Form war die Pariser Kommune. Der Bürgerkrieg in Frankreich geht darauf zurück. Nächste Sitzung, Kritik der politischen Ökonomie. Eigentlich ist es ganz gut, dass die Menschen nichts verstehen, wie es läuft. Das hätten die Revolution noch vor morgen früh. Na, sagt der Marx, okay, ich erkläre es euch bis zur nächsten Sitzung.